Moin liebe Freunde und willkommen zur Auflösung meiner letzten Rätselstunde. Ich warne dich jetzt schon mal vor, falls du nicht weißt, worum es hier geht und das Rätselvideo zu diesem Rätsel noch nicht gesehen hast, schau dir dieses Video hier auf keinen Fall an, klick dich unbedingt hier oben in Anmerkung oder in den ersten Link der Videobeschreibung, schau dir unbedingt erst das Rätselvideo an, weil ich in diesem Video hier das ganze Rätsel komplett auflöse und alles spoilern werde, ja? Also dieses Video hier ist zu 100% ein riesig fettes Spoiler-Video. Ich habe dich gewarnt, du hattest jetzt die ganze Zeit die Gelegenheit, dich reinzuklicken, lösen wir jetzt also das letzte Rätsel auf. Beziehungsweise, bevor ich das Rätsel auflöse, muss ich es natürlich ein bisschen spannend machen. Und erstmal ansagen, wer das Ganze nämlich als allererstes gelöst hat. Bei diesem Rätsel hat sich ein schlimmes Ereignis ereignet. Unser Rätselkönig, FinFaxTV, er ist nicht unter den Top 3 mit dabei. Das ist so tragisch. Ja, liebe Leute, FinFaxTV hat dieses Rätsel leider nicht lösen können. Das heißt, es gibt einen neuen Rätselkönig. Es gab unglaublich viele von euch, die dieses Rätsel irgendwie ein bisschen falsch verstanden haben. Die Bedingung des Königs war es, dass mindestens einer ein Herz auf der Stirn hat. Viele von euch haben das jetzt scheinbar aber so verstanden, dass genau einer ein Herz auf der Stirn hat und die anderen zwei haben Kreuz. Aber das ist ja Blödsinn, weil es hieß ja mindestens ein Herz, nicht genau ein Herz. Es hätten auch zwei Leute ein Herz auf der Stirn haben können. Es hätten auch drei Leute ein Herz auf der Stirn haben können. Ja, das ist die Bedeutung des Wortes mindestens. Also das haben viele von euch falsch verstanden. Nach einiger Zeit gab es dann aber wirklich Leute, die mit guter Argumentation und viel Erklärung und viel Nachdenken dann die richtige Lösung dieses Rätsels gefunden haben. Auf Platz 3, was das nämlich anging, war der User Randery, irgendwie so. Herzlichen Glückwunsch, drittschnellster Rätsellöser dieses Monats. Dann gab es den User Melika auf Platz 2 und auf Platz 1 am allerschnellsten, als allererstes, mit der, finde ich, mit unter anderem auch besten Erklärung hat dieses Rätsel gelöst, der User Infinity. Also Infinity, du bist unser Rätselkönig des Monats. Herzlichen Glückwunsch, wer auch immer sich hinter diesem Kanalnamen jetzt verbirgt. Die Top 3 verlinke ich euch auf jeden Fall mit Kanallink in der Videobeschreibung. Sind aber auch hier als Anmerkung eingeblendet. Heißt, ihr könnt euch mal angucken, was diese Rätselspezialisten denn so für Videos auf ihre Channels hochladen, falls sie das überhaupt machen. Ich hatte mir noch ein paar Kommentare rausgesucht, die ich auf jeden Fall auch vorlesen wollte. Beispielsweise der User 93 Mavi hat geschrieben, die anderen beiden hatten verspiegelte Sonnenbrillen an. Und deswegen konnte Prinz Max dann in den Sonnenbrillen sehen, welches Symbol er verstehen hatte. Seems legit. Dann war da der User Lorin John, der geschrieben hat, er hat es gespürt. Habe ich natürlich so als Scherzverstand geantwortet mit, er hat es gerochen. Aber dann kam ein ziemlich guter Einwand von dem User. Lorin John schreibt nämlich, nee, ganz im Ernst, man spürt es doch, wenn einem auf die Stirn ein bestimmtes Symbol gemalt wird. Ja, liebe Leute, ich habe dieses Rätsel in seine Originalform genommen und ein bisschen abgewandelt. Ich hatte das Rätsel im Internet so gefunden, dass ein König drei verschiedenen Prinzen so Punkte auf die Stirn malt mit verschiedenen Farben. Ich wollte aber nicht, dass ihr mein Rätsel wie guckt und dann direkt das Rätsel bei Google eingebt, irgendwie drei Prinzen, Farbtupfer auf der Stirn oder sowas und dann sofort die Rätsellösung findet, sondern selber nachdenken müsst. Deswegen habe ich das Rätsel ein bisschen abgewandelt und mir das mit diesem Herz und dem Kreuz überlegt, aber gar nicht dran gedacht, dass man das ja spürt, wenn einem das aufgemalt wird. Also das war ein guter Einwand auf jeden Fall. Danke Lorin John, dass du das gemerkt hast. Es haben auch noch ein paar andere darüber dann Witze gemacht, aber Lorin John war als erstes dabei. Sorry Leute, hab das nicht ganz durchdacht. Aber sagen wir mal, es wurde ihm drauf gestempelt. So, da war noch ein Kommentar von Splatendo, den muss ich euch unbedingt vorlesen. Das war der Hammer. Prinz Max hat das Rätsel gelöst, indem er Karo gesagt hat. Nicht Herz oder Kreuz, Karo. Denn der König hat die Prinzen angelogen. Erstens, er hat allen von ihnen ein Karo auf den Kopf gekritzelt. Der König wollte nämlich nicht, dass seine Tochter heiratet, weil es wegen der Heirat dazu kommen könnte, dass die Prinzessin ein Baby bekommt. Der König hätte dann noch so einen nervigen Thronfolger, der immer versucht, ihn umzubringen, damit der Thronfolger an die Macht kommt. Okay. Die Theorie ging noch weiter. Zweitens, der König hat bei der Phase, in dem sie die Augenbinden um hatten, Karo-Blindheitgase ausgeströmt, sodass keiner der Prinzen das Karo auf dem anderen Verehrer der Prinzessin sehen kann. Drittens, Max konnte es nur herausfinden, weil er seine Augen vor dieser Blindheit geimpft hat und es einen Spiegel im Raum gab. PS, der König hat, nachdem Max seine Frau geheiratet hat, sich selbst umgebracht. Traurig, traurig, traurig. Ja, Splatendo, danke für diese stichhaltige Theorie. Leute, ihr habt einen Knall. Das war eigentlich schon ein Fall für Frag Mr. TrixXL auf jeden Fall. Okay, und jetzt, da ich es spannend genug gemacht habe und euch jetzt ziemlich lange vollgelabert habe mit unnötigen Informationen, komme ich jetzt zur Auflösung dieses Rätsels. Die richtige Antwort war, dass Prinz Max ein Herz auf seiner Stirn hatte. Doch das zu kommentieren, einfach er hatte Herz oder Kreuz, ist eine 50-50-Chance, das reicht ja noch nicht als Antwort, man muss es nämlich begründen. Es gab viele verschiedene Lösungsansätze von euch, wie man das Ganze hätte begründen können. Als ich selber dabei war, dieses Rätsel zu lösen, habe ich folgenden Lösungsweg genommen. Ich habe mir so gedacht, ich stelle mir vor, ich wäre jetzt Prinz Max. Was gäbe es für Fälle, was ich bei den anderen sehen könnte und was würde ich daraus für Schlüsse ziehen? Der einfachste Fall, und das war das, was viele von euch dachten, ja, das ist schon die Lösung des Rätsels. Viele von euch haben das kommentiert. Der einfachste Fall wäre, ich als Prinz Max
sehe, dass die anderen beiden Prinzen, jeder davon ein Kreuz auf der Stirn hat, dann wüsste ich, okay, es muss mindestens ein Herz geben. Die beide haben Kreuz, also muss ich Herz haben. Also wenn dieser Fall eintreten würde, dann war klar, wieso Prinz Max das Herz bei sich erkannt hat. Aber das ist ja noch nicht alles. Und da gibt es noch einen ganz wichtigen Einwand. Ich blende euch hier schon mal das Wort Einwand ein, damit ihr das nicht vergesst und damit ich das nicht vergesse. Zu diesem Einwand komme ich gleich. Nächste Situation. Ich sehe ein Herz und ein Kreuz. Da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich dann ja auch ein Herz oder ich hätte auch ein Kreuz. Kann ja beides sein. Wenn ich jetzt aber sehe, der hat ein Herz und der hat ein Kreuz und ich selber hätte auch ein Kreuz, dann wüsste derjenige, der das Herz hat, ja, sofort, dass er selber ein Herz hat. Denn das ist die Situation 1, die ich euch ja vor ungefähr 30 Sekunden vorgestellt habe. Dass ich ein Kreuz habe, er ein Kreuz und er hat ein Herz. Dann würde er sich sofort zu Wort melden. Im Rätselvideo habe ich aber klar und deutlich gesagt, dass die Prinzen sich eine ganz lange Zeit lang in die Runde starren und rätseln. Es kommt eine lange Zeit keiner auf die Lösung. Das ist ein Indiz dafür, dass ich nicht Kreuz habe, sondern Herz. Hätte ich nämlich ein Kreuz, hätte der da das Rätsel sofort schon aufgelöst. Da er das aber nicht getan hat, kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich kein Kreuz habe, sondern ein Herz. Und so wäre Max auch in der Situation darauf gekommen, dass er dann ein Herz auf der Stirn hat. Das ist Fall Nummer 2. Fall Nummer 3, die letzte Möglichkeit, was ich sehen könnte. Ich könnte nämlich sehen, dass beide der anderen ein Herz auf der Stirn hätten. Ich weiß nicht, was ich auf der Stirn habe. Ich sehe aber bei den anderen beiden Prinzen, die haben jeweils ein Herz auf der Stirn. Was bedeutet das für mich? Das ist die allerkniffligste Situation. Stellen wir uns vor, ich hätte dann ein Kreuz. Dann wären die beiden, die ein Herz auf der Stirn hätten, nämlich in der Situation, die ich euch gerade in Situation 2 beschrieben habe, dass nach einer gewissen Zeit einer davon drauf kommt, okay, ich habe kein Kreuz, also muss ich ein Herz haben. Das, was ja in Situation 2 der Fall war. Das heißt, nach dieser langen Rätselpause wäre einer der beiden ja darauf gekommen, dass er ein Herz hätte, wenn ich ein Kreuz hätte. Das ist aber nach einer langen Rätselzeit nicht passiert. Und Leute, ich weiß, das ist jetzt im Prinzip sehr weit hergeholt, aber das ist nach einer langen Zeit nicht passiert, was bedeutet, dass ich selber demnach kein Kreuz auf der Stirn habe, sondern auch als dritte Person ein Herz auf der Stirn haben müsste. Das ist jetzt natürlich mega weit hergeholt, aber wir haben ja hier unseren Einwand stehen, unseren Knackpunkt. Und das ist im Prinzip der mega versteckte Knackpunkt, was überhaupt der ganze Schlüssel zu diesem Rätsel ist, was ich aber in den ganzen Internetforen, wo ich nach diesem Rätsel gelesen habe, überall nicht gesehen habe, was aber logisch ist und worauf auch viele von euch gekommen sind, unter anderem der User Sergeant Toffel oder SGT Toffel, wie auch immer, hat nämlich in einem riesig langen Kommentar argumentiert, genau das alles, was ich gerade euch erklärt habe, ist dann aber zum Schluss auf diesen Knackpunkt gekommen. Die Ausgangssituation für dieses Rätsel war nämlich, dass der König aus drei Prinzen sich für einen entscheiden wollte, nämlich für den schlauesten, den besten, den intelligentesten, wie auch immer. Der König will ja aus diesen drei Prinzen den einen auswählen. Das heißt, er möchte ja, dass jeder der drei Prinzen die gleiche gerechte Chance hat. Jeder soll die gleiche Möglichkeit haben, dieses Rätsel zu lösen. Und das ist der absolut wichtige Knackpunkt bei diesem Rätsel. Denn in Situation 1, ich hätte ein Herz, die anderen beiden hätten ein Kreuz, dann könnte ich das Rätsel ja sofort auflösen und demnach wäre ich als Prinz total im Vorteil gegenüber den anderen Prinzen. Dann hätte der König mich ja ausgewählt. Der König will aber niemanden selber auswählen, sondern er will, dass sich der schlauste Prinz zeigt und den dann auswählen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist Situation 1 schon mal Blödsinn. Situation 2 basiert ja im Prinzip auf demselben Effekt, dass sich bestimmte Prinzen denken, hey, Moment mal, vielleicht ist er ja das einzige Herz und wüsste dann, wie es funktioniert. Das wäre aber, wie gesagt, ungerecht. Der einzige gerechte Fall ist dann also, dass der König jedem der drei Prinzen ein Herz auf die Stirn gemalt hat, weil dadurch jeder Prinz die gleiche Chance hatte, auf dieses Rätsel zu kommen. Gäbe es jetzt einen, der Kreuz hätte, hätte der was gesagt. Hätten zwei Kreuz, hätte der was gesagt. Da aber niemand irgendetwas sagt, auch nach einer langen Zeit nicht, kann es ja nur sein, dass wenn ich sehe, dass die beiden ein Herz haben, dass ich selber dann auch ein Herz haben muss. Und so ist Prinz Max auf die Lösung gekommen. Erstens, das alles, was ich euch in Situation 1, 2, 3 beschrieben habe, diese ganze Diskussion, die hat er sich wahrscheinlich gedacht, aber er hat am Ende vermutlich auf jeden Fall daran gedacht, Moment, jeder der Prinzen muss doch die gleiche Chance haben, dann muss jeder ein Herz auf der Stirn haben, weil sonst immer ein Prinz im Vorteil wäre. Das ist auch schon des Rätsels Lösung und darauf sind, wie gesagt, die Top 3, aber auch viele andere gekommen, unter anderem zum Beispiel Sergeant Toffel. Es war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Rätselstunde mit euch, liebe Freunde. Es haben auch einige von euch noch geschrien, dass sie das cool fanden, wie ich dieses Video gemacht habe, so vom technischen her, vom optischen her und so weiter. Das freut mich natürlich mega, also das trifft mich genau ins Herz. Bin ich natürlich mega glücklich drüber. Danke, liebe Leute, fürs Miträtseln. Ich weiß, das war jetzt kein allzu leichtes Rätsel, aber ich habe bei den letzten Rätselstunden immer wieder gelesen, hä, ist doch easy, die Lösung ist bla bla, dass ich mir dachte, Leute, das muss jetzt mal ein schwereres Rätsel sein. Für die nächste Rätselstunde
könnt ihr ja jetzt gerne in den Kommentaren abstimmen, ob ich wohl bei der nächsten Rätselstunde wieder ein richtig kniffliges Rätsel nehmen soll oder eins, was einfacher zu lösen ist. Ihr dürft entscheiden. Ich mache das, was die Mehrheit sich dann wünscht. Danke auf jeden Fall fürs Anschauen dieses Videos und auch des Rätselvideos. Es hat super viel Spaß mit euch gemacht. Ich saß da, als das Rätselvideo online kam, ich glaube 2-3 Stunden saß ich einfach nur da und habe nichts anderes gemacht, als eure Kommentare beantwortet und mit euch diskutiert und so. Es hat total Spaß gemacht. Das war richtig cool. Danke auf jeden Fall für die rege Beteiligung. Ihr seid halt einfach die coolste Community auf YouTube Deutschland. Ist einfach so. Wenn dir das Rätseln jetzt auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann kannst du diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Du würdest mich sehr unterstützen damit und dann würde ich sehen, alles klar, solche Videos feiern die, dann mache ich in Zukunft noch mehr solcher Videos. Abstimmen in den Kommentaren nicht vergessen. Jeden 4. Mittwoch kommt eine neue Rätselstunde auf diesem Kanal online. Jeden Sonntag ein Zaubertrick. Welches Video wann online kommt, könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Geht einfach auf meine Kanalseite und schaut euch da das Titelbild an. Da steht dann ganz detailliert drin, in welcher Reihenfolge welche Videos kommen. Zu meiner linken Seite könnt ihr euch auf jeden Fall reinklicken für mein letztes Video. Das war ein wunderschöner Kartentrick. Wirklich, ich fand den echt wunderschön. Eine schöne Verwandlung auf jeden Fall. Und unten links von mir verlinke ich euch meine letzte Rätselstunde. Da musstet ihr nämlich herausfinden, wie die Stadtwache darauf gekommen ist, dass der Spion, der in die Stadt eindringen wollte, ein Spion war. Da müsst ihr den Code knacken auf jeden Fall. Viel Spaß bei der Rätselstunde, viel Spaß beim Rätseln generell. Wir sehen uns im nächsten Video am Sonntag zu einem neuen Zaubertrick. Das wird wieder ein Kartentrick sein. Der wird ein bisschen einfacher, aber der wurde von einem Zuschauer von euch eingesendet. Ihr werdet das schon sehen. Sonntag 13:30 Uhr pünktlich online. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Bis dahin und ciao.